ist der Guso mit einer neuen Folge Clash of Clans. Mein Handy klingelt. Egal. So, ich bin jetzt im richtigen, im One and Only YouTube 1.mio Loot. Also sprich, ja, man sollte schon wirklich richtig geilen Loot haben. Habe ich mir als Lesezeichen gekennzeichnet. Es ist der Clan, der nur auf Einladung ist. Hier steht jetzt ganz easy. Nova, Mario in dem Fall, wird täglich, wenn möglich, 17 bis 18 Uhr on sein, dass man das er wirklich annehmen kann. Dann kann das mit diesem Full-Spam nicht mehr passieren. So, ganz wichtig. Und dafür haben wir das halt gemacht, klar. Es gibt noch einen anderen Clan dazu, den werde ich auch nochmal heute, wenn ich nicht zu viel Raids habe, werde ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Der ist offen für alle, der war aber nicht offiziell von uns sozusagen gemacht. Ich gucke aber trotzdem nochmal rein, ob da vielleicht auch jemand was gepostet hat, klar. Aber ansonsten immer nur in den, nur auf Einladung. Die Guzua-Videos sind Geschichte. Brauchen wir nicht mehr reingucken, hatte ich aber schon mal in einem anderen Video gesagt. Wichtig hier, so wie es draufsteht. Hier nochmal Clan-Kürzel, seht ihr. Einfach Video stoppen, passt. So, das jetzt war ich damit auch gut noch am Farmen. Hier kann man nämlich, ich nutze jetzt Andy, da gefällt mir die Auflösung auf jeden Fall besser als bei BlueStacks. Weil ja hier der zweite Account ist, deswegen. So, und dann ist die Sache die, ich habe halt auch wieder ordentlich viel Alex. Will das natürlich loswerden, würde das gerne in eine dunkle Kaserne stecken, weil da relativ viel reingeht. Und nebenbei habe ich aber alles andere schon wieder am Upgraden. Deswegen muss ich jetzt mein Gold in irgendwas Schnelles reinstecken, in dem Fall in Mauern. So, gucken wir mal, machen wir die Mauer, machen wir die Mauer, die Mauer. Ah, das geht hier schon richtig flott, ich meine, klar. Es sind halt in Anführungsstrichen nur 8er Mauern. Ey, früher habe ich da so einen Respekt vor gehabt und mittlerweile, ja, eine 8er Mauer, ho. So. Schicken wir das Ding los. Das war wirklich von dem mega vielen Alex runterkommen. Hier hätte ich eh noch 5k gebraucht. Draufgekackt. Easy. Klar, ich hätte jetzt auch sagen können, Tesla, Tesla, aber es ist halt so. Ich meine, dann sitze ich mit 4k, mit 4 Millionen Alex da, habe ich auch keinen Bock drauf. Dann wird das hier eine relativ kurze Geschichte. Aber sehr alleine dafür hat es sich wieder gelohnt. So, zack. Na? Kleinen Moment. Gerade hat das doch einwandfrei geklappt. Ah, was ist das? Egal, so, machen wir mal so. Ich hatte es gerade mit dem Zoom, hat es gerade. So, egal. So, ihr schaut es euch ran. Ich wollte das nämlich gerade loben. Oh ja, hier, das klappt richtig gut. Aber ich sag mal, bei der Base sollte mit den Truppen das locker ein 3-Star werden. Ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Ich meine, das ist hier ganz easy chillig. Denke ich mal. Aber das ist natürlich mega loot. Und da ist es halt total geil. Ey, der wurde nicht weggespammt. Einwandfrei, geile Nummer. Und das passiert dann oder soll dann wenigstens weniger passieren, sobald dann wirklich einer rumspammt, wird er halt von Nova, in dem Fall Champ, gekickt und das war's. Weil das ist halt einfach mega nervig. Irgendwie einer hat hier einen 1,5-Millionen-Raid und der wird weggespammt. Das geht halt gar nicht. So, jetzt probiere ich wieder ein bisschen lauter zu sein, aber wir haben es schon fast 9. Sorry, also ich muss wieder ein bisschen leiser sein, aber das passt. So. Alter Verwalter. Ich meine, das hat sich mega gelohnt. Troops, ey, passen. Passen, ganz genau. Hier wollen wir die Riesen sehen. Alter, das, ganz ehrlich, da wäre ich aber ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich ein bisschen vorsichtiger gewesen, weil wirklich, hier einfach mal droppen, da einfach mal droppen. Ey, da muss ich wirklich sagen, da verliere ich schnell die Übersicht. Und da bin ich dann vorsichtig. Alter, wir haben hier schon 2,7 gezogen im dunklen Bereich. Dann dort noch Horn, mega geil. Alter, richtig, richtig, richtig fesch.
richtig geile Armee für diese Base, weil Only Barge wäre da auch nicht so der Knüller gewesen. Also das war wirklich einfach einwandfrei. Du kannst den King noch ragen, ganz genau. Manu hat ordentlich abgeliefert, muss man aber auch sagen, kommt, 35er Helden. Ist schon echt mega geil. Oh, richtig, richtig geil. Alter Verwalter. Sehr nice. Und da geht immer noch was. Die Queen ist noch nicht geraged. Und jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt kann man mit den vier Mauerbrechern hier nochmal richtig was reißen und in die Base rein. Und dann kann man zum Beispiel nochmal das Dunkle ziehen. Ohne Probleme. Ganz ohne Probleme. Der Inferno ist leer. Ah, okay, jetzt macht der Expo kurzen Prozess. Das ist ganz klar. Das hält die Queen nicht durch. Er hätte noch freezen können, aber ob sich das denn alles lohnt, ganz klare Sache. Richtig geil. Das hätte sich nämlich nicht gelohnt, weil da wären noch die vollen Lager gewesen. Richtig geiler Raid. Alleine für sowas lohnt sich das dann mit dem Clan und da sagt man sich dann, ey, geil, schön geworden. Einwandfrei. Gehen wir wieder raus und wie gesagt, bitte darauf achten, es ist der, der nur auf Einladung ist. So. Nichtsdestotrotz, weil es wäre schade, wenn jetzt wirklich einer sagt, oh hier, ich habe das jetzt leider aus Versehen im Falschen gepostet. So, zack, gucken wir mal. Ja, hier ist auch noch einiges gewesen. Und, oh, das 1,1 Millionen. Oh, Endfett, richtig cool. Denkt bitte dran, wie gesagt, danach wird nicht mehr in diesem Clan geguckt. Nur noch in dem offiziellen. Aber wie gesagt, das dachte ich mir auch, weil das schrieb mir Nova dann und sagte, ey, du, pass auf, es gab noch einen anderen Clan und da wird es gepostet worden sein, weil er wunderte sich die ganze Zeit, warum kommt keiner, warum kommt keiner? Ja, weil ein Zweitclan erstellt wurde. Richtig, einwandfrei. Einwandfrei und dann sogar die Hogs, die dann halt eben nochmal. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, du bist mit den Riesen durch die Mauer gegangen und dann hast du die Hogs zum Rüberspringen über nicht mehr vorhandene Mauer genommen. Hättest du nicht machen müssen, aber ist Nörgeln auf hohem Niveau, ganz klare Sache. Einwandfrei und die Max-Magier, die reißen hier. Die regeln hier auf jeden Fall. Die sind. Da ist die Base komplett überfordert mit. Ganz klare Geschichte. Da brauchen wir nicht drüber reden. King kann noch geraged werden, gerade einwandfrei. Ein super Ding. Ein super Ding. Wir haben hier noch die Magier. Einwand. Das wird ein Hunderter. Das wird ein richtig nice Hunderter und alles ist schick. Sehr. Oh, richtig cool. Richtig cool, wieder sowas zu sehen. Millionen. Alter, packt ihr hier Sachen raus? Übles Zeug. Richtig, richtig geil. Also richtig vom Feinsten wieder. Vom Allerfeinsten. Hier muss man halt rein. In den Bereich muss man kommen. Und halt hier. Wie gesagt, Lager sind mit den Troops in meinen Augen nicht wirklich zu erreichen. Und wirklich Minen und Sammler und fertig ist der Lack. Hier noch. Da schön leer machen und dann passt das. Hier, die werden zuerst auf den Bogiturm gehen. Passt. Hat man wieder schön freie Fläche für die Bogis. Einwandfrei. Das löbt. Einwandfrei. Hier noch. Wir haben hier jetzt schon 700k? Krass. Übel. Was mit dem King? Der King hätte noch gut als Tank fungieren können. Ich denke mal, den wirst du auch noch setzen. Ja, genau. Da. Bloß da hätte ich dann eher das genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sei denn, du hast kein Gold, keinen Alex gebraucht. Weil das hattest du auf jeden Fall gekriegt. Vielleicht sogar noch das darüber. Aber okay. Einwandfrei. Richtig geil, klar. Auch nett. Kann man nicht meckern. Ich meine, jetzt ist man 35er
von den anderen ein bisschen verwöhnt, aber das ist vollkommen, vollkommen in Ordnung. Das darf gepostet werden, auf jeden Fall. Hier seht ihr auch wieder unterschiedliche Level oder unterschiedliche Stände von den vom Elixier. Hier ist es weniger, also dann am besten erst hier clearen, hier richtig schön voll. Ah, er wollte auch nur mal sicher gehen und hat sich gesagt, komm, erstmal Rathaus, den Rest sehen wir dann noch, was bei rumkommt. Morgen habe ich auch noch Zeit zum Aufnehmen. Das werdet ihr, ihr werdet die Videos ja dann nach und nach halt sehen, klar, logisch. Und dann ist auch schon wieder vorbei, weil halt Umzug ist und ich weiß nicht, wie beim Diziax, wir ziehen in Wirklichkeit zusammen um. Beziehungsweise in ein Haus. Nee. Und da weiß ich halt nicht, wie schnell ich das mit dem Internet klar machen kann. Wir waren heute im O2-Shop und haben uns einen DSLer bestellt. 50.000er Leitung wieder. Logisch, läuft halt. Swag. Und ja, die haben aber gesagt, 3 bis 4 Wochen. Und da, ja, muss man halt eben schon schauen, wie das so klappt. Ich hoffe, das geht schneller, aber ich kann da wirklich nichts versprechen. Es kann halt wirklich sein, dass ich wirklich nur übers Handy tethern kann und da dann vielleicht irgendwie was aufnehme. Und kann aber auch sein, dass wirklich 3 Wochen lang gar nichts kommt. Wollen wir wirklich nicht hoffen, logischerweise, aber könnte passieren. Will ich euch bloß schon mal so ein bisschen vorwarnen. Mega Loot von Manu nochmal, richtig geil. Oh, richtig krass. Ist das... Warte, das ist der... Den hat er 2-mal geteilt. Aber ganz ehrlich, den kann man sich auch 2-mal geben. Also ich mache mal hier auf doppelte Geschwindigkeit. Aber der war auch echt schon mega nice. Aber ich muss auch dazu sagen, bei Manu habe ich die Base selber schon mal gesehen. Und der hat echt richtig, richtig übel was am Start, das seht ihr gleich. Ich glaube, der ist Level 143, wenn mich das nicht täuscht. Und da geht schon richtig die Luzi ab. Also Kristall 2 ist für den gar nichts. Also ich würde mal ganz gechillt denken, dass der sich auf Meister 2 ohne Probleme ganz easy halten kann. Und hier seht ihr halt wieder alles andere. Irgendein Spell droppen wäre halt Quark gewesen. Halt noch das Dunkle klar gemacht. Und dann zeitgleich die Queen down gegangen, einwandfrei. Mega Loot hier auf jeden Fall. Richtig nice. So, das war's schon. Sehr geil. Also hat mich richtig gefreut. Wie gesagt, dann bitte nicht mehr in dem, sondern im anderen. So. Dann gucken wir mal, ob der Yannick noch einen hat. Na siehst du, läuft doch. Gucken wir mal. Ja. Zack. Passt natürlich. Ich meine, wenn man gerade dabei ist und zack, drin ist. Ja, richtig geil. Hier haben wir noch Dunkles, da gar nicht mal so. Guckt euch da wirklich genau das an. Wenn ihr das halt seht, guckt wirklich auf die Ausbaustufen der Bohrer. Das macht nochmal einen riesigen Unterschied. Das macht echt einen riesigen Unterschied. Also von daher nicht zu sehr blenden lassen. Oh, da ist ein Bohrer, cool, da muss ich hin. Aber hier wäre halt geil gewesen. Aber ansonsten passt das. Also das ist auch schon vom Loot her voll akzeptabel. Dann ist das schick. Ja, genau, genau. Dann halt noch geblitzt, geguckt. Läuft. Einwandfrei. Ich hau noch einen Angriff, glaube ich, raus, aber das ist auch nur ganz normal farmen. Läuft. Läuft bei ihm, muss ich einfach sagen, hier, da darf auch mal geklatscht werden. Ich finde das Bild mit der Merkel so geil. Ich finde es einfach... Ich könnte mich jeden Tag beäumeln, ey. Geht übel ab. Mal gucken, was wir hier noch bringen. Genau, den greifen wir erstmal nicht an. Ah, Pukis hochgehen, ja, okay, aber... Oh komm, wenn er es mir so einfach macht. Zack. King auf 8 reißt schon ein bisschen was. Ist schon ganz in Ordnung.
kann man schon was mit anfangen. Ein bisschen Dev läuft schon. Der kann schon ein bisschen was tanken. Easy. Easy was machen. Na, dann wird es halt eine Pokéjagd, wa? Haha. Nee, also das passt auch. Ja, ich hatte das jetzt im letzten Video so ein bisschen gesehen, dass das halt wirklich verfolgt wird. Ich will einfach nochmal darauf ansprechen, weil es mich halt auch interessiert, wirklich, wie es halt aussieht mit dem John. Ob er jetzt halt wirklich sagt, okay, hier komm, hab da komplett gar keine Lust mehr drauf. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dann noch genug Eisen im Feuer hat, dass er, wie gesagt, da mit Vainglory und wie auch immer da genug am Start hat und einfach sagt, gut, okay, kommt. Ich möchte mich da auch umorientieren. Vollkommen in Ordnung. Logisch. Was ich aber halt, ja, ich weiß nicht, was ich schade finde, ist halt irgendwie, dass kein richtiges Statement kommt. So, wie gesagt, ist absolut kein Vorwurf hier, ja, aber ich glaube, wie gesagt, meine Stellung oder meine Meinung dazu sollte auch klar sein. Bloß wie gesagt, Clash of Clans, John, das sind so, das sind nicht zwei Sachen, das ist ein Ding. Clash of Clans ist Don John. Aber wie gesagt, alles ändert sich. Also das ist ganz klar. Wer weiß, ob ich in 2 Jahren auch noch das mache. Ich kann es mir gut vorstellen, weil ich einfach da Bock drauf habe. Ganz klare Sache. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich in 2 Jahren auf einem ganz anderen Level bin, dass ich halt wirklich, ich sage jetzt mal, hardcore-mäßig gesponsert werde und das halt wirklich hauptberuflich betreibe. Wäre so mega. Ihr würdet mich zu Hause sehen. Ich wäre schön zu Hause am Swaggen. Wäre richtig geil. Also das wäre so, ja. Das wäre so mein Dream. Mein Dream auf jeden Fall, wirklich Fulltime-YouTuber zu machen. Auf jeden Fall. Aber ja, wenn es halt nichts wird, wird es halt nichts. Aber es wäre halt schon eine ziemlich geile Nummer. Also das wäre schon ein Traum von mir. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also an dem jetzigen Zeitpunkt, dass ich so sage, oh, ey, kommt, lasst mich mal alle in Ruhe. Bin eigentlich kurz vorm Aufhören. Also da bin ich absolut gar nicht dabei. Schön auf Null gesetzt, einwandfrei. Cooler Loot, wenig Ressourcen verballert. So muss das sein. Und wie gesagt, vom Yannick fand ich mega geil. Zack, bitte, bäm. Auch wenn es im falschen Clan war, er wusste es jetzt nicht. Danach weiß er es. Und alles ist gechillt. Also das finde ich richtig geil. Sehr gutes Verhalten. Sehr, sehr gutes Verhalten. Und wie gesagt, dickes, dickes Lob nochmal an den Nova, alias Champ, alias Mario. Richtig, richtig cool, dass er sich halt eben wirklich hinsetzt. Der setzt sich halt wirklich hin. Ihr müsst euch das mal geben, ja? Der setzt sich halt wirklich jeden Tag von 17 bis 18 Uhr hin mit seinem anderen Account und guckt halt, ist jemand online, beziehungsweise mösste jemand in den Clan rein. Das müsst ihr euch mal geben. Also da, genau, wenn ihr noch kein Like gegeben habt, macht es einfach mal nicht, weil das Video cool war. Klar, ich gehe mal davon aus, dass es cool war, hoffe ich mal, sonst hättet ihr das nicht so weit geguckt. Gebt mal bitte wirklich ein Like und nicht, weil hier ich bin like geil, sondern halt wirklich, wenn ihr sagt, ey, kommt hier, so eine Sachen unterstützen wir halt wirklich, dass das mit dem Clan gut läuft, dass man halt eben nicht mehr zugespammt wird von irgendwelchen blöden Leuten, die halt wirklich keinen Bock auf irgendwas haben. Gebt mal einen Daumen nach oben, wäre halt eine super geile Sache, wenn Nova eben reinguckt und dann sieht, boah, geil. Ich sage jetzt mal 500 Likes auf dem Video und nur wegen ihm würde ich richtig geil finden. Vielen Dank dafür, wirklich Thumbs up, würde ich sagen. Ich bin raus, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.